Moin Autopflegefreunde und willkommen zum Test von zwei sehr interessanten neuen Shampoo-Versiegelungen. Zum einen ist das das neue Sonax Ceramic Active Shampoo aus der neuen Ceramic-Serie von Sonax. Zum anderen haben wir hier das Purist S1, von dem ich bereits sehr viel Gutes gehört habe. Diese beiden Versiegelungen müssen jetzt gegen einen echten Platzhirschen antreten, und zwar das Gion Bath Plus. Welche dieser Versiegelungen wir empfehlen können, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Alle diese drei Shampoos sind Versiegelungsshampoos. Aber was heißt das überhaupt? Sie werden während der Handwäsche aufgetragen. Neben der reinen Reinigungswirkung haben diese Produkte dann auch noch einen Versiegelungsschutz integriert. Das hat natürlich mehrere Vorteile. Zum einen spart ihr natürlich Zeit. Die Handwäsche müsst ihr sowieso durchführen. Wenn ihr im gleichen Arbeitsschritt direkt eine Versiegelung applizieren könnt, spart ihr euch natürlich die Versiegelung mit beispielsweise einer Sprühversiegelung am Ende der Wäsche. Zum anderen dient die Versiegelung aber auch als Trockenhilfe. Also für jeden von euch, der unversiegelten, also stumpfen Lack kennt, der weiß, da steht das Wasser richtig drauf. Da braucht man meistens mehrere Trockentücher, um das ganze Wasser überhaupt aufzunehmen. Eine versiegelte Fläche stößt natürlich das Wasser ab, deswegen machen wir das ja auch zum Teil. Und dann ist es natürlich auch angenehmer und schneller, das Fahrzeug zu waschen. Das gilt natürlich aber nicht nur für die Versiegelungsshampoos, sondern für jegliche gute Versiegelung auf eurem Fahrzeug. Außerdem gibt es einen weiteren Anwendungszweck, bei dem sich die Autopflegegelehrten nicht ganz einig sind. Manche Hersteller behaupten, dass durch die Nutzung ihres Versiegelungsshampoos die Standzeit ihrer Sprüh- oder Keramikversiegelung verlängert wird. Man kann sich also eine Routine aufbauen, in der man das Auto erst klassisch mit einer Sprühversiegelung oder mit einer Keramik zum Beispiel versiegelt und diese Versiegelung dann mit dem dazu passenden Shampoo pflegt. So muss man weniger oft die Versiegelung neu auftragen, was gerade bei einer aufwendigen Keramik zum Beispiel von Vorteil sein kann. Im Fall von Sonax wäre da zum Beispiel die Sonax Ceramic Spray Versiegelung, die davon profitieren soll, wenn ihr mit dem Sonax Ceramic Active Shampoo wascht. Aber um zu diesem Punkt wirklich eine fundierte Aussage treffen zu können, müssen wir das erstmal für uns selber testen. So ein Test ist geplant und wird hoffentlich dann auch bald von uns umgesetzt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ein Nachteil der Versiegelungsshampoos ist die kurze Standzeit. Unserer Erfahrung nach liegen selbst gute Shampoos bei einer Standzeit von maximal 2 Wochen. Das ist auch bei diesen Shampoos der Fall gewesen. Also falls ihr eine Shampoo-Versiegelung kennt, die länger hält, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Shampoos kaum bis gar nicht schäumen. Unsere Tests und auch die von anderen YouTubern und Herstellern haben ergeben, dass das aber überhaupt gar keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung oder den Schmierfilm hat. Aber es trägt doch für manche stark zum Genuss des Hobbys bei. Man muss sich also selbst überlegen, ob man auf eine gute Schaumerzeugung verzichten kann. Ein letzter wichtiger Tipp, den ihr bitte unbedingt beachten solltet: Lasst diese Shampoos auf gar keinen Fall antrocknen. Während unseres Tests ist uns das auf der Windschutzscheibe leider passiert. Da hat dann nur noch die Glaspolitur geholfen. Aber auch auf allen anderen Oberflächen, inklusive dem Lack, könnt ihr dann richtige Probleme bekommen. Das ist fast der einzige Punkt, auf den ihr bei der Anwendung achten müsst. Sonst ist da nämlich überhaupt gar kein Problem und die Anwendung ist unserer Erfahrung nach kinderleicht. Damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte zu Versiegelungsshampoos angesprochen. Falls euch noch was einfällt, schreibt das gerne unten in die Kommentare, damit alle Zuschauer davon profitieren können. Dann wollen wir endlich mit dem Test beginnen. Die Shampoos müssen sich wieder in den üblichen Kategorien messen. Beginnen wollen wir mit der Glätte. Für den Glättetest haben wir die Testflächen mit den Shampoos gewaschen. Zusätzlich haben wir zum Vergleich zwei Sprühversiegelungen aufgetragen. Links ist der BSD als eine der stumpfesten Versiegelungen, die wir überhaupt so kennen, und rechts ist das Labo Cosmetica Curido, welches in unserem Sprühversiegelungstest aus 50 Produkten den ersten Platz bei der Glätte belegt hat. So können wir einschätzen, wo die Shampoos im Vergleich liegen. Zusätzlich haben wir auch eine komplett unbehandelte Fläche mit ins Rennen geworfen, um feststellen zu können, ob überhaupt eine Veränderung durch die Shampoos stattgefunden hat. Legen wir also los. Wie gewohnt neigen wir die Fläche so lange, bis die Schwämme herunterrutschen. Den Anfang macht das Cupido. Kurz dahinter kommen alle drei Shampoos heruntergerutscht. Dann folgt die unbehandelte Fläche.
Wie erwartet rutscht der BSD als letzter herunter. Der Lack wird deutlich stumpfer durch das Produkt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Der Lack wurde deutlich glatter. Da die Produkte auch sehr nah beieinander liegen, würden wir da keinen Unterschied in der Bewertung machen. Alle Produkte haben eine schöne Glätte erzeugt, die auch mit dem Finger spürbar war. Weiter geht es mit dem Glanz. Hierfür haben wir unser Glanzmessgerät von PCE Instruments verwendet und den Glanzwert des Lacks vor der Behandlung gemessen. Diese Werte wurden dann mit den gemessenen Werten nach der Anwendung abgeglichen. Dabei ist uns in allen drei Fällen keine besondere Glanzsteigerung oder Senkung aufgefallen. Beim Gian ist der Glanzwert um 0,5 Punkte gesunken und bei den anderen beiden um knapp 0,5 Punkte gestiegen. Die Änderungen sind aber so gering, dass wir da von einem gleichgebliebenen Wert sprechen würden. Zur Erinnerung, alle Glanzwerte befinden sich in einem Spektrum von 0 bis 100, wobei 100 der beste Wert ist. Der Ausgangszustand unserer Lackfläche lag bereits bei 88. Wer generell eine Glanzsteigerung möchte, der greift als erstes zur Politur. Wer darüber hinaus noch einige Punkte herausholen möchte, der sollte eher zu den anderen Versiegelungen greifen. Schaut dafür gerne mal im Sprühversiegelungstest vorbei. Als nächstes gucken wir uns das Beading und Sheeting an. Links haben wir das Gian Bath Plus, in der Mitte das Sonax Ceramic Active Shampoo und rechts das Purist S1. Wir haben beim Auftrag jeweils 5 ml des Produkts direkt in den nassen Handschuh gegeben und auf die Testfläche aufgewaschen. Das sieht doch mal richtig gut aus. Also alle drei Produkte brauchen sich hier überhaupt nicht zu verstecken. Die Perlen sind kugelrund und das Wasser läuft schnell ab. Ich kann keine Ablaufbahn erkennen. Lediglich die Ränder performen etwas schlechter, das ist aber unserer Testfläche geschuldet. Die Verarbeitung an den Ecken ist nur eher schwer möglich, gerade wenn man wie hier einen dicken, flauschigen Waschhandschuh nutzt. Aber ich denke, wir sind uns einig, alle drei haben ein sehr starkes Niveau. Weiter geht es mit der Chemieresistenz. Was können aggressive Reiniger den Versiegelungsshampoos anhaben? Wir verwenden den Green Star APC in einer Mischung von 1 zu 10. Diesen lassen wir 3 Minuten einwirken und schauen, was passiert. Nach der Reinigung müssen natürlich zuerst die restlichen Reinigerreste weggewaschen werden, bevor die alte Performance wieder zum Vorschein kommt. Das Purist S1 sieht richtig gut aus. Auch das Sonax Ceramic Active Shampoo sieht noch sehr frisch aus. Lediglich das Gian Bath Plus zeigt stärkere Schwächen. Den anderen beiden Shampoos würden wir hier aber die volle Punktzahl geben. Insgesamt haben wir nicht damit gerechnet, dass die Shampoos dem Reiniger so gut standhalten. Unserer Erfahrung nach ist das bei Versiegelungsshampoos nicht üblich und sollte deshalb hier nochmal hervorgehoben werden. Damit hätten wir eigentlich den Test beenden können, haben wir aber nicht. Wie ihr uns kennt, haben wir uns nochmal ein bisschen an die Zahlen rangemacht und uns ein bisschen vertieft und rumprobiert. Auf den Packungen der Shampoos findet man nämlich verschiedene Angaben zur Dosierung. Die Produkte sind also unterschiedlich hoch konzentriert. Außerdem kann man die Shampoos auch unterschiedlich anwenden. Man kann zum Beispiel die Shampoos wie üblich direkt in das Waschwasser geben und dann normal waschen. Oder man trägt diese direkt in den nassen Waschhandschuh auf, um sie wie eine Art Nassversiegelung auf den Lack aufzutragen. Dazu kommen dann auch unterschiedliche Literpreise, sodass das Zahlengewirr am Ende perfekt ist. Wir wollen mal etwas Licht in die Sache bringen und schlüsseln euch alles auf. Hier mal die wichtigsten Daten zu den Shampoos. Das Purist S1 kostet 20 Euro für einen halben Liter und das Sonax Shampoo kostet 15 Euro für die gleiche Menge. Zu guter Letzt sind im Bath Plus 400 ml für 19 Euro. Wir rechnen das mal auf einen halben Liter hoch, damit wir alle Produkte leichter vergleichen können. Dann sind es 23,75 € für das Bath Plus. Wir haben hier also eine ganz klare Abstufung im Preis. Schaut man dann noch auf die Dosierung, ist auch hier ein klarer Unterschied zu erkennen. Hier seht ihr, wie viel Produkt man jeweils in einen 10 Liter Wascheimer geben soll. Auch hier ist eine Abstufung zu erkennen. Um das Ganze fair zu bewerten und um vor allem auch eine aussagekräftige Empfehlung geben zu können, haben wir 4 Tests mit allen Produkten gemacht. Dafür haben wir verschiedene Mengen genutzt, um herauszufinden, welche Anwendungsart und Produktmenge sich jeweils anbietet, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Für Test 1 nehmen wir jeweils 10 ml des Produkts auf einen 10 Liter Wascheimer. Für Test 2 jeweils 50 ml auf den gleichen Wascheimer. Test 3 2 ml eines Produkts in den Waschhandschuh rein. Test 4 5 ml eines Produkts in den Waschhandschuh rein. Wir haben also 2 Tests mit der Wascheimeranwendung und 2 Tests, wo wir das Produkt direkt in den Handschuh geben. Bevor wir loslegen, waschen wir die Fläche mit dem Wash Plus von Meguiar's. Das ist eine Waschpolitur, die alle Versiegelungsreste entfernt.
Genauso gehen wir auch zwischen den Tests jeweils vor, sodass wir immer fair von Null starten können. So sieht der Lack dann aus, wenn er komplett stumpf ohne Versiegelung ist. Starten wir jetzt aber mal mit den Tests. Hier seht ihr die Ergebnisse von Test 1. Wir haben jeweils 10 ml in unseren Wascheimer getan und dann wie üblich die Fläche gewaschen. Der Effekt ist bei Sonax und Purist recht solide. Für uns ist da kein Unterschied zu erkennen. Das Wasser schiedet langsam, aber stetig ab. Dafür, dass wir lediglich 10 ml im Wascheimer verwendet haben, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Hier kommt das Gien leider nicht so gut weg. Für uns ist da kaum ein Effekt zu erkennen. In diesem Test ist Gien der klare Verlierer. Was denkt ihr? Weiter geht es mit Test 2. Jetzt schrauben wir die Menge auf das Fünffache rauf. Es kommen 50 ml in den Wascheimer. Hier sieht das Ergebnis ähnlich aus. Sonax und Purist zeigen ein sehr gutes Abperrverhalten. Auch Gien ist diesmal sehr gut dabei, ist für uns aber etwas schwächer als die beiden Konkurrenten. Was nehmen wir also mit aus den ersten beiden Tests? Zum einen performen die Produkte deutlich stärker bei einer höheren Produktmenge. Das war zu erwarten, aber außerdem liefern auch Purist und Sonax schon bei geringeren Mengen passable Ergebnisse. Beim ersten Test haben wir nur 10 ml verwendet, man könnte also pro Flasche 50 mal waschen. Ich denke, das klingt durchaus fair und selbst bei der höheren Dosierung von 50 ml sind noch 10 Wäschen drin. Auch das klingt noch sehr fair. Aber da geht noch mehr. Schauen wir uns die weiteren Tests an. Im dritten Test applizieren wir 2 ml des Shampoos direkt in den Waschhandschuh. Hier gibt es zum ersten Mal eine Überraschung. Das Purist ist hier leicht schlechter als das Sonax. Das Sonax kam bei uns mit der geringen Handschuhapplikation von 2 ml besser klar und hat bessere Ergebnisse gezeigt. Das Purist performt auf einem ähnlichen Level wie das Gien. Dann starten wir den vierten Test. Hier kommen jeweils 5 ml direkt in den Waschhandschuh. Hier brauchen wir nicht lange rumzureden. Die Produkte sind alle drei richtig stark. Der Effekt ist vergleichbar mit einer Keramik. Das sind richtig gute Ergebnisse. Damit sind wir beim Fazit angekommen. Danke an jeden von euch, der bis hier dabei geblieben ist. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Das freut uns enorm. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, repräsentative Ergebnisse zu bekommen und ich hoffe, euch gefällt's. Schauen wir mal auf die Produkte. Das Gien Bath Plus ist zwar unserer Meinung nach ein sehr gutes Versiegelungsshampoo, konnte im Vergleich mit den anderen beiden aber nicht überzeugen. Zum einen ist es das teuerste Produkt von allen dreien, zum anderen hat es die schlechteste Leistung im Beading und Sheeting und bei der Chemieresistenz gezeigt. Wie gesagt, auf alle Versiegelungsshampoos gesehen, ist es wahrscheinlich eins der besseren. Gegen die anderen beiden hat es aber in diesem Test keine Chance. Jetzt kommen wir zum Purist S1. Die Performance hat uns sehr gut gefallen. In allen Belangen hat das Shampoo tolle Ergebnisse gezeigt. Wir haben schon von einigen von euch gehört, dass euch das Shampoo richtig gut gefällt und wir haben es ja auch nur auf euren Zuruf überhaupt mit in diesen Test aufgenommen. Ihr wolltet es ja unbedingt sehen. Wir sind sehr überrascht von der wirklich tollen Leistung. Das S1 muss leider 3 Abstriche machen, weshalb wir das Sonax Ceramic Active Shampoo etwas lieber mögen. Zum einen haben das Gien Bath Plus und das Purist S1 einen eher neutralen Geruch im Wascheimer, während das Sonax Active Shampoo sehr angenehm und fruchtig riecht. Das ist für uns bei der Wäsche schon ein wichtiger Faktor. Zum zweiten hat das Ceramic Active Shampoo, obwohl das anders auf der Verpackung angegeben ist, auch bei niedrigen Dosierungen immer richtig gut funktioniert. Wir wollen jetzt trotzdem mal diesen einen Test, in dem das S1 schlechter performt hat, nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Im Großen und Ganzen haben beide Produkte eigentlich in sämtlichen Tests fast identisch performt. Auch bei der Chemieresistenz haben Sonax und Purist überzeugt. Jetzt kommt aber der dritte Faktor, der vielleicht etwas entscheidender ist. Sonax schafft es, die Flasche für 15 Euro zu verkaufen. Das Purist kostet für dieselbe Menge 20 Euro. Das ist wirklich für uns der einzige große relevante Unterschied. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, welches Produkt euch mehr zusagt. Gerade mit dem S1 und dem Ceramic Active Shampoo macht ihr eigentlich überhaupt nichts falsch. Und damit auch zwei von euch das S1 mal selbst ausprobieren können, verlosen wir 2 coole Sets mit jeweils einem S1 und einem Microfiber Madness Incredipad
auf unserer Instagram-Seite. Also schaut da gerne mal vorbei. Um an dem Ganzen teilzunehmen, müsst ihr uns folgen und den zugehörigen Post raussuchen. Da müsst ihr dann einen Kommentar drunter schreiben und dann macht ihr auch schon mit. Aber es lohnt sich nicht nur wegen dem Gewinnspiel zu folgen. Auf Instagram fragen wir euch zum Beispiel auch regelmäßig nach euren Favoritenprodukten und die nehmen wir dann in unsere Tests und Reviews mit auf. Ich hoffe, wir sehen uns dann dort. Ansonsten kann ich euch noch unseren Sprühversiegelungstest ans Herz legen. Der ist, denke ich, sehr aufschlussreich für einige von euch. Und zum anderen schaut gerne mal in dieses Video rein. Dort lernt ihr, was es mit Graphenprodukten auf sich hat. Und im gleichen Video testen wir sogar zwei Produkte aus den USA, die noch gar nicht nach Deutschland gekommen sind, die reines Graphen beinhalten. Also schaut da gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Euer Team von Auto Lifestyle.